Ja, geiles Horoskop, muss ich sagen. Ja, ich habe auch gleich einen Text mitgebracht, der sehr viel Liebe enthält. Ist auch so bestimmt für ein Mädchenslam ganz, ganz gut geeignet. Neulich war ich mal wieder bei uns im Garten und hab den Rasen gemäht, weil die Halmlänge nicht mehr den Ansprüchen genügte. Da kam der Nachbarsjunge vorbei. Sein Gesicht hatte eine leicht beunruhigende, blässlich graue Farbe angenommen, darum fragte ich ihn, ob ihm nicht gut sei. Zur Antwort schaute er mich kurz an und fiel dann tot um. Einfach so. Mitten auf dem Rasen. Ich wusste nicht so recht, was ich davon zu halten hatte oder was ich nur mit einer Leiche auf meinem Rasen anfangen sollte. Und so klingelte ich bei unseren Nachbarn an der Tür. Die Mutter des Jungen öffnete und ich hielt es für das Beste, hier ohne Umschweife und mit dem nötigen Maß an Rücksichtnahme den Sachverhalt darzulegen. Entschuldigung. Ihr Kind ist gerade eben auf meinem Rasen verendet, sagte ich und deutete unterstreichend auf die Leiche. Machen Sie das bitte weg. Mit dem Rasenmäher komme ich da nicht drüber. So kann ich nicht arbeiten. Meine Nachbarin wirkte milde entsetzt. Da nickte sie verständnisvoll und sagte, sie werde sich umgehend der Sache annehmen. Sie kenne das ja selber, immer diese Kinder, die haben auf den wohlgepflegten Rasen sterben. Aber dass ihr Tutsi-Butsi-Mausebärchen so etwas macht, nein. Damit hätte sie nicht gerechnet. Während ich meiner Nachbarin dabei zusah, wie sie sich mit dem Kadaver ihres Kindes abmühte, dachte ich darüber nach, wie es nur so weit hatte kommen können. Aber nun eigentlich lag die Antwort auf der Hand. Meine Nachbarin hatte einfach keine Ahnung von Kindeserziehung. Wer anfängt, den Kleinen schon im Mutterleib Mandarin beizubringen, soll sich dann auch nicht wundern, wenn ihm die Vierjährigen an Burnout sterben. Das muss doch gar nicht sein. Es reicht doch völlig aus, wenn die erst mit 4 Jahren damit anfangen. Vorausgesetzt natürlich, sie können mit 5 Monaten laufen, mit einem Jahr sprechen, mit 2 schreiben, dann bleiben noch 2 ganze Jahre für Latein und Französisch, bevor es ernst wird. Sicher setzt das Kinder unter Druck, aber der Arbeitsmarkt ist eng geworden. Wenn man nicht frühzeitig darüber nachdenkt, wie man sich darin etabliert und die passenden Fähigkeiten entwickelt, dann wird das nichts mit Karriere und Familie und wer beides nicht hat, kann eigentlich auch gleich in den Untergrund ziehen. Ja, die soziale Stigmatisierung ist hart, aber da ist jeder selbst für verantwortlich. Wer nicht mitläuft, fällt durchs Raster und der Abgrund darunter für tief in die Eingeweide der Unterschicht. Damit unseren Kindern das erspart bleibt, müssen sie unausweichliche Einschnitte in Kauf nehmen. Statt mit ihren Freunden zu spielen, haben sie 3 Stunden täglich Klavier zu üben. Musik steigert die kognitiven Fähigkeiten und macht glücklich. Wer braucht da Freunde? Und weil unsere Kinder diese Strukturen mit ihrem einfachen Denken nicht erfassen können, müssen wir für unsere Kinder denken, denn wir wissen, worauf es ankommt. Gut, meine Nachbarin jetzt einmal ausgenommen. Der Junge auf meinem Rasen war das 4. Kind, das hier in der Woche abgekratzt ist. Wenn das so weitergeht, dann kann sie sich bald keine Designer-Babys mehr leisten und muss welche von der Stange nehmen. Das gewährleistet dann nur, dass die Kinder nicht behindert sind, aber das reicht nicht mehr. Das reicht schon lange nicht mehr. Mir haben meine Eltern damals auch die besten Gene ausgesucht. Ich spreche heute 27 Sprachen simultan und arbeite an Buchübersetzungen und internationalen Beziehungen, während ich schon mal vorsorglich die Beerdigung meiner Eltern, meine eigenen und die der Kinder, die ich noch nicht habe, vorbereite. Tod ist der letzte Störfaktor des Lebens, aber wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, lässt sich auch dieses Ärgernis ausschalten. Wir propagieren die völlige Ausschaltung der Emotionen für eine bessere Welt ohne Komplikationen. Aber man könnte, wenn man denn wollte, sich auch mal in die Ecke setzen, nichts tun und sich freuen, dass man noch 19 ist. Vielen Dank.